Seit 13.11. ist die Gruppe Evora hier bei der Franziska-Fast-Anlage angesiedelt und sie haben sozusagen die Häuser, die leerstehenden, hier besetzt. Wir waren jetzt heute am Samstag vor Ort und haben uns hier selbst ein Bild darüber gemacht. Es war gerade eine junge Aktivistin da. Ich habe auch jetzt mit ihr sprechen können und sie sind hier, weil sie einfach diesen leerstehenden Raum in Besitz nehmen möchten. Wir warten jetzt einfach mit den Aktivisten. Sie haben auch gemeint, dass sie später mit einem Pressetext herkommen. Wer wir sind? Wir, die evolutionäre Randgruppe, sind ein unkommerzielles, selbstverwaltendes, emanzipatorisches Wohn-, Kultur- und Naturprojekt von, mit und für junge und junggebliebene Menschen. Wir haben es satt aufgrund steigender Mietpreise, der Räume der Pizzeria Anarchia, der Nicht-Akzeptanz gegenüber den Wagenplätzen und der voranschreitenden Gentrifizierung obdachlos oder von Obdachlosigkeit, Verendelung und Kriminalisierung bedroht zu sein. Geplant ist die Schaffung kollektiver Räume und Flächen ohne Konsumzwang, um Kunst, Kultur, Kommunikation, Bildung und das soziale Miteinander zu fördern und somit auch finanziell und oder sozial benachteiligten Menschen einen Zugang zu diesen Themenbereichen ermöglichen zu können. Es wird Veranstaltungen wie Lesungen, Vorträge, Diskussionen, Kino, Theater, Ausstellungen, Naturführungen, Do-it-yourself-Workshops und vieles mehr geben. Zusätzlich werden Werkstätten entstehen, um die Kreativität anzuregen und auszuleben, sowie eine Informationsstelle zum gemeinsamen Austausch von Ideen. Basis ist ein Grundstück mit einem Haus bzw. Häusern für ca. 40 Menschen plus Haustiere. Ebenso benötigt wird ein großer Garten. Besonders jüngeren Mitmenschen soll damit die Gelegenheit gegeben werden, Informationen wie die Herkunft über ihre Nahrungsmittel zu sammeln. Also sehen wir für das Problem des Leerstandes und der akuten Wohnungsnot die Lösung in kollektiver Verwendung und Instandhaltung ungenutzter Haus- und Grundstücksressourcen. Was wir fordern. Die Stadt Wien gehört angeblich zu den lebenswertesten Städten der Welt und rührt sich mit ihren vermeintlichen sozialen Gemeindebauten. Die tolerante Weltstadt Wien muss offen sein für Neues wie alternative Wohngemeinschaften. Doch anstatt diese zu unterstützen, unterdrückt sie die Bewohnerinnen zugunsten von Immobilienspekulationen. Wir verlangen, die ungenutzten Grünzonen Wiens zu benutzen und zu beleben, weil wir gegen Leerstand, Spekulation und den Ausverkauf von in Gemeindebesitz befindlichen Gütern sind. Deshalb fordern wir ein Grundstück mit Häusern und großen Grünflächen für die Verwirklichung unserer gemeinsamen Interessen. Und wir verlangen schnellstmöglichen Anschluss an Wasser, Strom und Müllversorgung mit unserseitiger Übernahme der anfallenden Betriebskosten. Ja, warum möchten diese jungen Menschen hier wohnen? Ganz einfach, weil die Franziska-Fast-Anlage an und für sich gut beieinander ist. Sie ist vielleicht ein bisschen alt, aber müsste nur ein bisschen renovieren und dann könnte man hier wohnen. Das heißt, von Abreißen ist hier keine Rede, muss nicht sein. Eigentlich haben wir uns erwartet, dass heute auch die Polizei einen Einsatz zum Mittag hier durchführen wird, um die Hausbesetzer eben wegzubringen. Allerdings war von der Polizei keine Spur. Und nachdem wir jetzt 13 Uhr noch immer keine Polizisten hier gesehen haben, gehen wir davon aus, dass heute einmal gar nichts mehr passieren wird.